zwei gern verglichene Handys, das OnePlus 8T und das OnePlus 9R. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich beschränke mich auf die Merkmale der Geräte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Design. Beim Punkt Design kommen beide Smartphones auf 49 Punkte. Bei folgenden Merkmalen hat das OnePlus 8T bessere Werte vorzuweisen. 1 Gramm leichter, 0,3 mm kürzer und 0,2% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das OnePlus 8T sehr knapp mit 71 zu 69 Punkten. Es gibt hier keine größer abweichenden Merkmale. Leistung. In der Kategorie Leistung gewinnt das OnePlus 8T sehr knapp mit 90 zu 88 Punkten. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: nutzt HMP. Das OnePlus 9R hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1,7% schnellerer Prozessortakt, hat integriertes LTE und 3 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das OnePlus 9R mit 76 zu 65 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, hat einen CMOS-Sensor, es bietet eine manuelle Einstellung des ISO-Werts, hat Laser-Autofokus und es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Das OnePlus 8T hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: Hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI. Und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Audio. Im Bereich Audio gewinnt das OnePlus 9R eindeutig mit 67 zu 31 Punkten. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: Hat ein Radio. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das OnePlus 9R eindeutig mit 78 zu 65 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: Kann andere Geräte kabellos aufladen, Reverse Wireless Charging. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das OnePlus 9R eindeutig mit 99 zu 87 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 3,8-fach schnellere Downloads, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 9,4-fach schnellere Uploads, unterstützt ANT+, hat einen Infrarotsensor, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und hat einen Iris-Scanner. Ergebnis. Mit 90 Punkten liegt das OnePlus 9R in der Gesamtwertung deutlich vor dem OnePlus 8T mit 83 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.